Mahlzeit, wir grüßen euch aus einem der größten mitteldeutschen Mischwäldern. Der gute Martin ist wieder mit am Start. Wir wollen hier eine geile Zeit verbringen. 2 Nächte, 3 Tage. Wir waren hier noch nicht, lassen alles rankommen. Und viel Spaß beim Zuschauen. Bleibt dran. Wir sind jetzt gute 8 Kilometer gelaufen, haben eine sehr geile Stelle gefunden. Sie hat mal ein bisschen Lichteinfall. Ja. Dadurch, dass hier drüben der Laubwald noch recht klein ist, kommt hier wirklich ein bisschen Sonne rein. Und ja, idyllischer Platz gefällt uns sehr gut. Richtig. Jetzt werden wir alles schön aufbauen und dann lassen wir es uns gut gehen. Ja, wir haben einen recht großen Baumabstand. Dadurch müssen wir die einfach hochbringen, dass man eine schöne Form von der Hängematte haben, dass es auch bequem wird. Da es die Nacht regnen soll und morgen dann auch vielleicht den Tag, wollen wir jetzt quasi vor den Tarps nochmal ein drittes als Dach spannen, dass wir da gemütlich drunter sitzen können. Das erste ist eine Ridgeline, die wird extrem lang, ich glaube 8-9 Meter bestimmt. Damit wir uns das Durchfädeln sparen, gehe ich jetzt einfach mit dem anderen Ende durch. Dann kommt ein Ast rein und dann hält das. So kann man das auch am Ende dann deutlich schneller wieder abbauen. Wir haben es geschafft, unser Dach ist jetzt auch fertig. Ne, das war echt groß, wir haben es vorne umgeschlagen, das hat eigentlich super funktioniert. Jetzt haben wir genug Platz drin und ja, sind verdammt zufrieden mit unserem Camp. Wir sind ja in einem der größten Mischwälder, die es gibt in Mitteldeutschland und haben uns so weit in die Mitte eigentlich reingeschlagen, wie es eigentlich ging, wie wir konnten. Und ja, sind gespannt, hier soll es viele Wildschweine geben und vor allen Dingen auch Wolfsichtung gab es ja einige. Ja. Na, mal gucken, ob wir da irgendwie was entdecken können heute. Also vielleicht ein bisschen Rotwild. Ja. Rehe. Geil, wir freuen uns auf die Zeit hier. Ja. Wir haben jetzt erstmal beide eine Stunde geschlafen, es tat auf jeden Fall gut. Wie gesagt, machen wir hier voll einen ruhigen. Und ja, währenddessen ist irgendwie die Sonne komplett weggegangen, es ist extrem windig geworden. Haben schon überlegt, wie wir es mit dem Feuer machen. Wir haben mal ein bisschen mit den Spaten gegraben und geguckt. Also es ist wirklich so extrem trocken. Wir werden jetzt nichts mit Holz machen. Wir werden mit dem Gaskocher ein bisschen kochen. Ist natürlich auch Feuer, ne? Hat aber keinen Funkenflug oder sowas. Von daher doch nochmal deutlich kontrollierbarer. Wir haben kein Öl mit, weil wir das, ne, über dem Feuer machen wollten. Das Fleisch, das wird richtig schön anbrennen, aber wir werden so durchziehen. Dennoch werden wir jetzt vorher eine Runde laufen gehen, mal ein bisschen die Gegend erkunden, ein bisschen spazieren. Ihr seht, die Bäume wackeln echt heftig ab und da oben hängen einfach extrem viele tote Äste dran. Deswegen werden wir doch mal in die andere Richtung gehen, weil wenn so einer runterkommt, das ist nicht schön. Hier sieht man mal ziemlich geil, hier wurde früher das Harz quasi vom Baum abgezapft. Hier hat man Rinnen gemacht, damit es austritt und dann in der Mitte runterläuft. Das wurde dann aufgefangen. Das ist trotzdem krass, wie lange der Baum trotzdem noch lebt. Zu dieser quasi Wunde, es wurde ja komplett die Rinde weggemacht. Hast du ja überall hier. Ja, hast du das quasi fast daneben Baum. Wie viel Milliliter, Jung? Heute gibt es bei uns Quinoa auf mexikanischer Art. Und dazu machen wir uns noch ein paar Hähnchenspieße. Das ist halt schade, dass wir nachher kein Feuer machen können. Das ist eigentlich immer das Geilste am Abend, ja, wenn man ein bisschen Feuer hat. Unser Highlight. Das Nachlegen und Machen, aber... Das ist zu gefährlich und deswegen sind wir da vernünftig. Muss da nicht sein. Das ist ach du Scheiße, Alter. Da hat so eine Dings drin. Soll das so flüssig sein? War es vielleicht doch zu viel Wasser? Schmeckt auf jeden Fall übelst gut.
Das war viel Konkane alles. Hat er mich verstanden? Hast du mich verstanden? Gibt er sich das selber jetzt in den Schoß? Und mein Sack wird heiß. Ist echt schwindelig, soll das so flüssig sein? Hier unten sind übelst Klumpen drin. Und diese Klumpen? Aber ich wurde nicht richtig umgerührt. Nee, wie das letzte Mal. Wir haben es einfach nicht abgemessen. Eigentlich dumm gewesen, das hätte man eigentlich machen können. Das habe ich ja gar nicht drin, was du jetzt rausholst. Ich habe den übelst durchgerührt jetzt. Da ist das ja alles bei dir da drin, das Zeug. Hau es mal hier komplett rein. Gehen wir uns nochmal durch. Ich glaube, das soll sogar so flüssig sein, weil das ist wirklich würzig. Denke ich auch. Du würdest jetzt weniger Wasser dran machen, dann wäre das ja echt heftig. Das ist wirklich gut. Der feine Herr macht sich ein Taschentuch in den Griff. Das Essen war gut, wir waren schon fleißig, haben jetzt schon abgewaschen, ein bisschen aufgeräumt. Und ja, der erste Tag war herrlich. Platzwahl war super, Wetter, alles gut mal. Mega, war sehr schön. Wirklich schön, wir sind zufrieden. Haben uns vor allen Dingen bewusst richtig viel Zeit gelassen heute. Ne, dass wir das genossen, so, das so zu zelebrieren, aufzubauen. Richtig, richtig Zeit gelassen und war schön. Jetzt werden wir noch den Abend genießen, bestimmt noch so ein, zwei Stunden hier sitzen. Es wird dunkel, wir haben es jetzt so 9:45. Man sieht hier den Faden, seht ihr das? Hier kam die runter, die Spinne. Und die hat sich quasi hier hingesetzt und versucht jetzt hier ihr Netz zu spinnen. Das ist eine Schüsse, oder? Das war zu viel für Schüsse, ne? Aber Feuerwerk war es auch nicht, klingt auch anders. Einen schönen guten Morgen. Ihr seht, die Sonne kommt schon schön raus. Und Martin ist noch am Schlafen. Ich mache natürlich wieder den Frühaufsteher und werde mich mal um Tee, Kaffee kümmern. Einfach den schönen Morgen hier genießen. Wir haben schon schön Kaffee und Tee getrunken. Jetzt gibt es noch Suppe. Bei mir eine Hühnernudelsuppe. Bei dir gibt es Champignon-Creme. Champignon-Creme. Ja, war eine gute Nacht an sich. Ich war recht lange wach. Wir haben irgendwas gehört. Das war wie ein Hund, klang das. Aber nochmal heller vom Ton. Ja. Also ganz komisch, habe ich noch nie gehört. Relativ nah auch, ne? Ja. Das war, sag mal, vielleicht 50 Meter weg ungefähr, wie ich es jetzt so einschätzen kann. Und da konnte ich nicht schlafen. Dann bin ich aber wieder eingepennt und kurz danach wache ich auf. Jetzt wird's windig. Ja. Und auf einmal steht Martin so quasi in der Blickrichtung, wie ich aus dem Tarp rausgucken konnte, steht er dort und pinkelt. Und ich habe mich so erschrocken, Alter. Ne? Weil der Mond war dort hinten ja auch. Da kam das Licht so und du stehst dort in dem Mondschein. Ich dachte mir, wer ist denn das jetzt? Was ist denn da los? Und kurz danach, wo wir beide dann wach waren, da kam nochmal das Geräusch. Dann bin ich aber schnell ins Bett gegangen. Da war der Martin ganz schnell weg. Ja. War auf jeden Fall echt krass, das habe ich noch nie gehört. Hat mich sehr gewundert, was das ist. Frühstück war gut, wir sind satt. Jo. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen Holz besorgen. Martin braucht ein bisschen was für zu Hause, ein kleines Holzstück. Ja. Und ich will mal noch eine Holzverbindung bauen. Welche überlege ich mir noch. Aber wir suchen erstmal Holz zusammen. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when we weren't felt small. Martin wird jetzt mit einer Japansäge, quasi mit einer Feinsäge, den übelsten Stamm durchsägen. Mal gucken, wie viele Stunden er dafür braucht. Es wird interessant. Ah, Martin, wie kommst du voran? Ja, ich war jetzt schon zweimal kacken, habe eine Stunde geschlafen. Martin kommt voran. Ich habe mich jetzt für das Stück Holz hier entschieden, für die Holzverbindung. Das hat der Martin jetzt noch im Augenwinkel gesehen. Auch gut durchgetrocknet und echt verdammt stabil. Da ist gar nichts morsch. Das werde ich mir, denke ich, mal nehmen hier. Wenn ich dann mein Stück Holz habe, werde ich mir noch spontan überlegen, was ich für eine Holzverbindung mache. Auf jeden Fall irgendeine, die ich schon lange nicht gemacht habe. Und ja, es macht einfach Spaß, sowas. Selbst wenn man kein Produkt am Ende hat und man nichts draus baut, ne, ist es einfach das Machen. Was irgendwie cool ist. Martin hat ja noch von seinem Opa die schönen Stechbeitel mit. Die werde ich dann benutzen, mal ein bisschen ausprobieren. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Und ja, geil. Hast du es? Na, übelst geil. Da hast du wirklich sauber abgesägt, muss ich sagen. Jetzt werde ich mal noch mein Stück Holz absägen für die Verbindung.
Holz ist besorgt, wir sind zurück im Camp und da wir ja so viel Zeit hier haben, gönnen wir uns jetzt einfach nochmal einen Mittagsschlaf und danach legen wir los. Wir haben eh Bock auf ein bisschen Sonne, die kommt erst auch nach dem Mittag wieder raus und ihr seht, es ist verdammt trüb, kalt, windig heute und da verschlafen wir jetzt noch ein bisschen das unschöne Wetter und danach können wir mit neuer Kraft starten. A greater thirst, a hunger, pain, immersed. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood.